Jo Leute, willkommen zurück zu Bloons Tower Defense 5. Dieses Mal. Ja, keine Sorge, geht im nächsten Jahr weiter. Also immer schön unten in die Kommentare schreiben. Und dieses Mal die Death Note Challenge. Ja. Einfach alles. Ich darf nur Türme benutzen, die absolute Vernichtung bringen. Ich weiß nicht, wie man das definieren soll. Beispiele sind Strahl des Untergangs, Tempel des Affengotts, Terror durch Technik, Phönix, Magier, Mörser etc. Ja, gut, okay. Keine Agenten, kein Affendorf, zwei Plantagen sind Pflicht als Geldquelle. Und ein Turm stellt er mir frei. Ich habe schon überlegt, eigentlich kann ich dann ja das Affendorf nehmen. So. Natürlich nicht. Terminator-Regel. Es dürfen nur zwei starke Türme gesetzt werden, nicht mehr und nicht weniger. Müssen nicht gleichzeitig gemacht werden, ist klar, kann ich also sowieso nicht. So, kleiner Tipp, Hinweis, Superaffen for the win. Ja, ich würde sagen, fangen wir mit Magier an. So, ist im Übrigen die letzte Experten. Ich glaube, das ist Experten. Also ich vertue mich ja immer. Dritte Schwierigkeitsgrad. Kann auch Profi sein oder irgendwie sowas. Der letzte Profi, den ich machen muss. So, zack. Okay. Komm schon, einfach die Blitze. Jawohl. So, jetzt sollte das definitiv passen. Im Übrigen, ich darf die den einen Turm, den ich setze, darf ich nicht verkaufen. So. Also wenn, dann muss ich den auf jeden Fall benutzen. Bis zum Ende. Ob ich will oder nicht. So. Also Terminator-Regel werde ich hier auf jeden Fall nicht mit benutzen. Weil, wie gesagt, auf unplatzbar und dann auf dem Schwierigkeitsgrad der Map wäre das einfach nicht machbar. So, zack und zack. Ich werde dann im neuen Jahr wahrscheinlich erst einmal ein paar Runden Mastery zeigen, also keine Challenges. Challenges gehen weiter, keine Sorge, aber halt, ich möchte einmal so Mastery zeigen, außerdem muss ich da ein bisschen weiterkommen. Und ich denke, das klappt dann ganz gut, wenn ich das direkt mit einer Folge verbinde. Mastery, für alle, die es nicht wissen, ist... Schade. Kommt durch. Mastery ist ein erhöhter Schwierigkeitsgrad. Okay, so langsam muss ich einen weiteren Turm setzen. Okay, nein. So. Ja, machen wir Mörsertürmchen. Shit. Ja, es ist okay. So.
Und dann gib ihm mal. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Ihr seid doch zu blöd zum... Das ist doch nicht dein Ernst. Ja gut, dann komme ich um den Superaffen nicht drum rum. Okay. So. So früh schon Superaffen, ey. Ah, dann kann ich den aber verkaufen erstmal. So. Zack, 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 zack. Zack. Und jetzt erstmal 16.000. Gleich auf die drauf. Aber erstmal muss ich jetzt hier was gegen Bleiblohns machen. So, jetzt haben wir was gegen Bleis. Und ich würde sagen, sobald das Ding halt voll ist, ist eigentlich gelaufen. So. Jetzt warten wir da 2-3 Ründchen. Und dann haben wir genug Kohle für alles, was unser Herz begehrt. So. Schön ist, dass er auch ab 2-2 Kamos sehen kann. Und also ich denke am Ende werden es 2 sein. Ich würde sagen, Kanonen gelten als pure Vernichtung, oder? Also ich fände es komisch, wenn nicht. Okay, ja komm, also Flugzeug, die fliegende Festung. Ist ja wohl auch pure Vernichtung. So. Okay. Nein. So. Und ich würde sagen, ein weiterer Terror, ein weiterer Superaffe wird zur Terror durch Technik. Dich verkaufen wir. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt mehr als genug angespart nach der Runde. Wärst du so gut und würdest die Runde mal vorbeigehen lassen? Gott im Himmel, wie viel kommen denn da noch? So, verkaufen, verkaufen. Mach schon. Jetzt müsste vorbei sein. Müsste. So, das Einzige, was ich jetzt nämlich noch mache, ist hier das hinstellen. Falls er meinte, dass es bis zum Ende halten soll. Und dann werden wir von hier oben ein paar Mörser hinsetzen. So, die werde ich nicht brauchen. Bin ich mir ziemlich sicher. Also ihr seht, das Ding frisst alles direkt weg.
Also ich weiß, es sollen ja eigentlich keine Agenten benutzt werden, aber ganz ehrlich, der ist so schlecht, der Agent. Der ist halt nur fürs Sammeln da. Weil sonst müsste ich da ständig die Maus drauf lassen. Und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust zu. So. Okay. Dann kann ich schön in Ruhe. Wir machen das anders. Wir legen das Ziel da hinten hin. Achso, Moment. Okay. Okay, ich würde sagen, das reicht aber auch. Ich brauche keine 2 Millionen Bananenfirmen. Fabriken. So. Dass man da eigentlich gar nicht mehr durchkommen kann. Boah, jawoll. Wenn derjenige einfach nur ein Feuerwerk haben wollte, bitteschön. Da hast du dein Feuerwerk. So, Mörsertürme for the win. So, zack. Ziel festlegen, dahin. Und... jawoll. Gut, dass ich vorher den Sound runtergedreht habe. Das Ding ist irre laut jetzt gerade. Und ich habe meinen eigenen Sound auch noch runtergedreht, also... deswegen... aber trotzdem, das ist schon hardcore. So, und wenn sich jemand fragt, warum ich nicht auf 2.4 gehe... das sieht wirklich stärker aus, 2.4, ist es aber nicht. Ich hab's nachgeprüft. Ich habe, glaube ich, sogar ein Video davon, dass es effektiver ist, auf 4.2 zu gehen. So, machen wir mal das. Falsch. Ich benutze die Mörser halt zu selten, muss ich ehrlich sagen. Deswegen weiß ich da die Buchstaben auch nicht. Was ich zum Beispiel öfter benutze, das kenne ich dann halt auch aus, wenn nicht. So, also gerade so die Anfangsdinger. Moment. Achso, amerikanisch, Entschuldigung. Ja, also Bloons spielt man besser mit einer amerikanischen Tastatur, dann ist nämlich unten links die die beiden Fallen. Und meine Logitech ist eigentlich auch so eingestellt, dass dass hier Y und Z getauscht sind. Aber ich benutze ja im Moment meine Ersatztastatur, wobei meine Logitech schon wieder heile ist. Aber ich war zu faul, die wieder umzuschließen. Und... bum, bum, bum. Oh mein Gott, ey. Mich würde ja wirklich interessieren... verkaufen was. Scheiß mal drauf. Mal wirklich ganz hart drauf geschissen. Wie weit kommen nur die Mörser? Aber wenn ich die Mörser jetzt mal nur so machen lassen würde. Wie weit kämen die? So, ich lege die Ziele jetzt um. Ich leg die jetzt um, dass die nach da unten zielen.
Ob das ausreicht? So, Ziel festlegen, dahin. 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 Also ich bin gespannt. Also ich habe wirklich kaum Erfahrung mit den Mörsertürmen. Und weil sie halt einfach nie so mein Spielstil waren. Deswegen benutze ich auch super selten die Gatling-Affen. Pfeilschussgewehr-Affen. Weil die auch eigentlich nicht so das Gelbe vom Ei sind für mich. So. Verkaufen wir den mal. Setzen hier mal einen hin. Und setzen hier hinten mal den hin. Also wirklich, dass hier hinten sicher ist. Ich möchte nicht nochmal neu starten müssen. Aber ob das ausreicht? So, ich würde sagen, wir können wieder schneller machen. Nein, reicht es nicht. Das reicht nicht mal. Jawohl, ey. Ja, okay, gut. Dann machen wir es einfach so. 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 Und so. Schweinerei sowas. Ich glaube, wenn man den Unterschlupf von denen spielen würde, dann könnte man sogar nur mit denen gewinnen. Weil dann zielen die selbstständig. Ich glaube, das werde ich nächstes Mal probieren. Ob man nur mit Mörsern gewinnen kann. Vor allem die Frage ist auch, können die Camus dann sehen? Können die Viecher dann Camus sehen? Da bin ich mir unsicher. So, weil der ist einfach OP. Wir können ja... Ah ne, ich darf ja eigentlich keinen Agenten setzen, ist egal. Da kommt sowieso jetzt kein Blumen mehr hin. So. Absolute Vernichtung, ja. Wie gesagt, wenn, dann glaube ich, die Mörsertürme müsste ich, da müsste ich den Unterstoff spielen. Ja, ich glaube, das werde ich mir mal selbst als Challenge auferlegen, nur mit den Mörsertürmen zu spielen. Also das könnte interessant werden. So. Okay. Ich muss sagen, ich habe schon die eine oder andere Challenge jetzt schon wieder. Und manche, die sind echt genial. Ah, die roten Zeppeliner heißen Zongs. Bin ich mir nicht sicher, aber könnte sein. So, jetzt ist nur noch der Affentempel dran, aber das ist egal. Das reicht locker aus. Und wie gesagt, der hätte das auch alleine gerockt, wenn ich da noch einen Terror durch Technik dazu gestellt hätte. Wäre gut gewesen. Egal. Ja, coole Challenge. Wie gesagt, ich werde das mal ausprobieren. Nur mit Mörsern. Das könnte witzig werden. Egal. Leute, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und schreibt schöne Challenges unten in die Kommentare. Haut's rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.